Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben hier im Landtag schon sehr viel innenpolitische Debatten geführt, und wir werden auch noch weiter innenpolitische Debatten führen. Deswegen will ich mich heute schwerpunktmäßig mit dem Haushalt auseinandersetzen. In den zurückliegenden Jahren haben wir erlebt, dass vom Innenminister Geld vor allem bei seinen Lieblingsprojekten verteilt wurde, beim Verfassungsschutz und vor allem im eigenen Haus wurde gefördert und eingestellt, dass die Schwarte nur so kracht. Demgegenüber standen unzureichende Mittel bei den Kommunen. Die weiteren Gebührenerhöhungen, z.B. für die Bürgerinnen und Bürger, auslösen. Ich nenne an dieser Stelle nur die Straßenausbaubeiträge. Jetzt rächt sich in der Corona-Pandemie, dass die Kommunen, kommunalen Behörden schon seit Jahren unterfinanziert sind und aus der Not heraus Personal, insbesondere in den klassischen Verwaltungsbereichen, abbauen mussten. Und Herr Bauer, insofern haben Sie recht. Ja, es gab noch nie mehr Geld. Mehrausgaben von etwa 300 Millionen € in jedem Jahr im Landeshaushalt seit 2018 waren möglich. Aber wie gesagt, die von uns immer wieder beantragten 60 Millionen € für den Ausgleich bei den Straßenausbaubeiträgen ist immer noch nicht drin, obwohl viele andere Länder diesen Schritt längst gegangen sind. Nein, meine Damen und Herren, das stimmt was nicht in der Bilanz des Innenministers, meine ich. Wir fordern deshalb erneut, schaffen Sie, wie z.B. in Bayern und Thüringen, die ungerechten Straßenbeiträge endlich ab. Das ist möglich und finanzierbar und wird von uns auch erneut beantragt werden. Generell muss man feststellen, dass Herr Beuth mit all dem Geld aber weder Ruhe noch Ordnung, aber auch nicht mehr Zufriedenheit in den eigenen Laden gekriegt hat. Günter Rudolph hat bereits darauf hingewiesen und das sehr ausführlich dargestellt. Deswegen will ich mich an der Stelle kurz fassen. Aber nach über zwei Jahren liegen zum NSU 2.0-Skandal immer noch keine Ermittlungsergebnisse vor. Und das werden wir weiter thematisieren, weil, wie ich das an anderer Stelle schon gesagt habe, Herr Minister, dieser Fall ist mit Ihrer Person so etwas von verbunden, dass Sie da nicht mehr rauskommen. Tausende Polizeibeamte werden seit Anfang Oktober für einen längst überholten und ökologisch unsinnigen Autobahnausbau durch den Dannenröder Forst gebunden, während diese Beamten vor Ort fehlen und Corona-Leugner, Neonazis und AfD-Anhänger gemeinsam, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen, ohne Maske durch die Städte marschieren können. Und ich will an dieser Stelle, weil mich das schon sehr beeindruckt hat, auch noch einmal darauf hinweisen, dass sozusagen die unkritische Haltung der GRÜNEN, und das ist ja in der Rede der Kollegin Goldbach deutlich geworden, in den 7 Regierungsjahren im Hinblick auf den Verfassungsschutz mich doch immer wieder aufs Neue erstaunt. Ja, also die Entwicklung der GRÜNEN in ihrer Haltung sozusagen bis hin zur kritiklosen Übernahme all der Vorgaben, die aus dieser merkwürdigen Behörde kommen, ist schon erstaunlich und bleibt erstaunlich und kann nur sozusagen mit der Regierungsarbeit verbunden sein. Und ich will auch noch einmal sagen, Frau Goldbach, weil da ist mir wirklich der Atem gestockt, weil Sie, und vielleicht kann man das noch einmal klären, und es bleibt nicht so stehen, wie ich das verstanden habe, in einem Atemzug sozusagen Demonstrantinnen und Demonstranten von Rechten, Neonazis und Klimaaktivisten genannt haben. In einem Satz, so ist es bei mir angekommen, Sie widersprechen dem. Das finde ich gut und wichtig. Das muss auch noch einmal klargestellt werden. Ich will das auch noch einmal nachlesen, weil ich konnte mir schlichtweg nicht vorstellen, dass eine Gleichsetzung in dieser Art und Weise von Ihnen vorgenommen wird. Und insofern ist es gut, wenn Sie dem widersprechen. Wir wollen endlich einen Wechsel in der Innenpolitik, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass statt der Stärkung des Wasserkopfs im Ministerium eine ordentliche und gute Bezahlung und Arbeitsbedingungen in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes erfolgen. Und dazu gehört auch endlich ein voller Personalausgleich,
bei einer Reduzierung auf echte 40 Stunden in der Woche bei den Beamtinnen und Beamten und dass die vor Jahren vorgenommene Kürzung bei der Beihilfe durch die Landesregierung zurückgenommen wird. Und in dieser Weise werden wir auch Anträge stellen. Wir fordern weiter mehr qualifiziertes Personal, gerade in den Gesundheitsämtern, um alle die dort anfallenden vielen ständigen Aufgaben, und das ist mehr als Corona, da wird an anderer Stelle viel vernachlässigt im Moment, auch tatsächlich in vollem Umfang erfüllt werden können. Kollege Schaus, Sie denken an die Zeit. Dankeschön, Herr Präsident. Hessen ist seit vielen Jahren ein Hotspot für Rechtsterror und rechte Hetze. Daraus weisen wir seit vielen Jahren hin. Hier fordern wir weiterhin mehr Mittel für Prävention und endlich eine angemessene Unterstützung der Opfer. Auch um den Ausbau der Sportstätten, Sportplätze und Schwimmbäder ist es in Hessen schlecht bestellt. Ja, es gibt da Zuschussprogramme, die aber nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellen. Wir wollen deshalb diese Programme erheblich aufstocken, Herr Bauer. Und insofern finde ich auch, dass es schon, da bin ich ganz beim Kollegen Müller, dass Sie offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen, welche Probleme die hessischen Sportvereine und Verbände derzeit haben. Und insofern finde ich auch, muss man darüber nachdenken, inwieweit ein unsinniges Verbot eines Trainingsbetriebs für Kinder nicht gelockert werden muss und kann. Es ist nicht vermittelbar, dass in der Schule Sport getrieben wird, aber im Verein zur gleichen Zeit sozusagen alles stillsteht. Darüber muss schnellstens und schleunigst diskutiert werden. Mit unseren Änderungsanträgen, meine Damen und Herren, wollen wir deutlich andere Akzente in der Innenpolitik setzen, in der Kommunalpolitik. Zur Asylpolitik wird meine Kollegin Sönmez gleich sprechen und auch in der Sportpolitik. Vielen Dank.